Die goldene Gans. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der jüngste hieß der Dummling, und er wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der älteste Sohn in den Wald gehen wollte, um Holz zu hauen, und ehe er ging, gab ihm seine Mutter einen schönen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein. Das bot ihm einen guten Tag und sprach, »Gib mir ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Sohn aber antwortete, »Gebe ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so hab ich selber nichts. Pack dich deiner Wege!« Daraufhin ließ er das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl, die Axt fuhr ihm in den Arm, dass er heimgehen und sich verbinden lassen musste. Das war aber von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald, und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem zweiten Sohn begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber auch der zweite Sohn sprach, ganz verständig, »Was ich dir gebe, das geht mir selbst ab. Pack dich deiner Wege!« Daraufhin ließ er das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Hiebe im Baum getan, hieb er sich ins Bein, so daß er nach Haus getragen werden mußte. Da sagte der Dummling, »Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen.« Der Vater antwortete, »Deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Lass dich davon, du verstehst nichts davon.« Der Dummling aber bat so lange, bis der Vater endlich sagte, »Geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden.« Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der mit Wasser in der Asche gebacken war, und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach, »Gib mir von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig.« Da antwortete der Dummling, »Ich habe nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen.« Da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschekuchen herausholte, so war's ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein, »Weil du ein gutes Herz hast und von dem Deinigen gerne teilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab. So wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um. Und als er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus und nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus, wo er übernachten wollte. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans und waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel wäre, und hätten gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte, »Ja, es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann.« Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel. Aber Finger und Hand blieben ihr daran festhängen. Bald danach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie an ihr hängen. Endlich kam auch die dritte in der gleichen Absicht. Da schrien die anderen, »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, und dachte, »Sind die dabei? So kann ich auch dabei sein!« Sie sprang hinzu, und als sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb sie
an ihr hängen. So mussten sie die Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm dreinlaufen, links und rechts, wie es ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Feld begegnete ihnen der Pfarrer. Und als er den Aufzug sah, sprach er: »Schämt euch, ihr garstigen Mädchen! Was lauft ihr einem jungen Burschen durchs Feld nach? Schickt sich das?« Damit fasste er die Jüngste bei der Hand und wollte sie zurückziehen. Als er sie aber anrührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinterdrein laufen. Nicht lange. Da kam der Küster daher und rief: »Ei, Herr Pfarrer, wohin so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindtaufe haben!« Er lief auf ihn zu und fasste ihn am Ärmel, blieb aber auch festhängen. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Küster losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen und waren ihrer nun sieben, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam bald darauf in eine Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, dass niemand sie zum Lachen bringen konnte. Darum hatte der König ein Gesetz erlassen. Wer sie zum Lachen bringen kann, der sollte sie heiraten. Als der Dummling das hörte, ging er mit seiner Gans und ihrem Anhang zur Königstochter. Und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte der Dummling sie zur Braut. Aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsse ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könne. Und ging hinaus. Der Dummling dachte an das graue Männchen, das ihm wohl helfen könnte, und ging hinaus in den Wald. An der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, da sah er einen Mann sitzen, der ein ganz betrübtes Gesicht machte. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nehme. Da antwortete er: »Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Da kann ich dir helfen«, sagte der Dummling. »Komm nur mit mir, du sollst genug haben.« Er führte ihn in des Königs Keller, und der Mann machte sich über die großen Fässer her, trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten. Und ehe ein Tag um war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut. Der König aber ärgerte sich, dass ein schlechter Bursch, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte. Also machte er neue Bedingungen. Er müsste erst einen Mann schaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könne. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen und machte ein grämliches Gesicht und sagte: »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss ihn zuschnüren, wenn ich nicht Hungers sterben will.« Der Dummling war froh darüber und sprach: »Mach dich auf und geh mit mir. Du sollst dich satt essen.« Er führte ihn an den Hof des Königs, der hatte alles Mehl aus einem ganzen Reich zusammengefahren und einen ungeheuren Berg davon bauen lassen. Der Mann aus dem Wald aber stellte sich davor, fing an zu essen, und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte zum dritten Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren kann. »So wie du damit angesegelt kommst«, sagte er, »sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geradenwegs in den Wald. Da saß das alte graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte:
Ich habe für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist.« Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr, und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit wurde gefeiert, und nach des Königs Tod erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin. Bis morgen.